Julia Göhn ist heute Abend bei uns, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine der besten Fußballerinnen, die Deutschland hat, Nationalspielerin beim FC Bayern München. Und 3 Tage später erfahren Sie, Sie fahren nicht mit zur WM. Und wir haben ja die Bundestrainerin gerade eben noch mal gehört. Sie sagte, es war ihre schwierigste Entscheidung überhaupt, aber es war eine Entscheidung für die Zukunft, um mit Ihnen noch viele Turniere spielen zu können. Wie nachvollziehbar war das für Sie? Definitiv nachvollziehbar. Ich glaube, es ist ein Kreuzbandriss gewesen, es ist eine sehr schwere Verletzung und vor allem bei mir leider auch schon der zweite. Deswegen war es für mich von Anfang an das Ziel, wirklich die Reha erfolgreich abzuschließen und wieder fit zu sein, auf dem Feld zu stehen und ja, wieder die Fußballschuhe schnüren zu dürfen. Und deswegen war es von Anfang an wirklich sehr schön, mit der Bundestrainerin auch so eng im Austausch zu sein, wirklich von gegenseitigem Respekt geprägt. Und sie hat mir damals auch mitgeteilt, dass es wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung war. Ich glaube, das war für alle Involvierten, aber am Ende wirklich mit Blick in die Zukunft die richtige. Das klingt so vernünftig. Und na klar sagt einem das der Kopf, aber im Herz sieht es doch wahrscheinlich ganz anders aus. Was haben Sie denn emotional da gefühlt? Ja, im ersten Moment ist es definitiv eine Enttäuschung. Ich glaube, wenn man Fußball spielt und dann auch so nah dran ist, eigentlich wieder fit zu sein, wünscht man sich natürlich, Teil des Teams zu sein. Besonders, wenn man sieht, wie das vergangene Jahr verlaufen ist, dass wirklich ein extremer Boom ausgelöst wurde in Fußball-Deutschland. Und man wäre gerne Teil gewesen, aber ich glaube, dass es, wie gesagt, im Blick in die Zukunft das Richtige ist. Und ich hatte Zeit, ich hatte Urlaubszeit und konnte das für mich einordnen. Und am Ende weiß ich jetzt auch, dass ich jetzt den Fokus auf die Vorbereitung legen kann. Martina Voss-Tecklenburg hat die Entscheidung noch mal begründet. Sie sagt, sie hat so entschieden, weil sie einfach noch nicht gespielt hat, weil sie noch nicht in dem Rhythmus ist, weil sie einen zweiten Kreuzbandriss hat. Und wir die Erfahrung gemacht haben, wenn du zu früh dann in Belastung reingehst, dann ist die Gefahr eines dritten Kreuzbandes so hoch. Ich möchte, dass Julie Gwynn noch viele, viele Nationalländerspiele macht. Und deshalb haben wir gemeinschaftlich diese Entscheidung getroffen. Sie sind gerade mal 24 und es ist tatsächlich der zweite Kreuzbandriss. Wie schwierig ist es, das aus dem Kopf zu bekommen? Hemmt Sie das irgendwie auf dem Platz? Also nach der ersten Verletzung war es definitiv so, dass ich überhaupt keine Probleme hatte, auch Vertrauen zu entwickeln. Es ist einfach wichtig, dass man im Training auch Vertrauen in seinen eigenen Körper wiederfindet. Und jetzt nach der zweiten Verletzung wusste ich, dass ich eben nach der ersten Verletzung so stark zurückgekommen bin und wusste, dass mein Bein stabil ist. Und deswegen mache ich mir auch jetzt keine Gedanken. Ich bin zwar noch nicht im Spielrhythmus gewesen, aber ich bin mir sicher, dass ich hoffentlich genauso zurückkommen werde wie beim ersten Mal. Im Anschluss an diese Sendung läuft eine Doku über Sie, Role Model Julia Gwynn. Und da sagt Ihre Mutter über Sie, sie ist mental sehr stabil. Hat sie recht? Ich glaube auch durch die 2 Verletzungen geworden. Also das ist auch was eine extreme Herausforderung war, weil man ja wirklich als Fußballerin es nur kennt, im Team zu sein, in dem Kollektiv auch stark voranzugehen. Und dann hat man plötzlich eine Situation, wo man eben auf sich allein gestellt ist. Und die Challenge habe ich, glaube ich, jetzt auch ein zweites Mal angenommen und für mich auch genutzt, um einfach in mich zu investieren, in meinen Körper natürlich, aber auch was die mentale Schiene angeht. Und da kann man wirklich gestärkt hervorgehen, weil man einfach weiß, man hat wieder so eine lange Leidenszeit gemeistert und ist jetzt wieder zurück auf dem Rasen. Sie sind jetzt nicht die einzige Topspielerin und auch Caroline nicht die einzige, die es vor dieser WM erwischt hat. Es gibt Englands Superstar Beth Mead. Es gibt Viviane Miedema aus den Niederlanden, beide nach Kreuzbandriss. Und es gibt Studien, wonach Frauen ein 5- bis 7-fach erhöhtes Risiko haben, einen Kreuzbandriss zu erleiden. 5- bis 7-mal höher als Männer aus verschiedenen physischen Gründen, da spielt unter anderem die Muskulatur eine Rolle. Wie kann man dagegen steuern? Muss man da das Training entsprechend anpassen? Definitiv. Also wir handhaben das beim FC Bayern so, dass wir wirklich vor jedem Training morgens einen Feedbackbogen ausfüllen, wo man wirklich schreiben soll, wie man sich fühlt, wie der Körper sich anfühlt, dass man da einfach schon präventiv gegen vorgehen kann. Da werden Spielerinnen auch aus dem Training genommen, wenn sie körperlich nicht in der Verfassung sind, um die Leistung zu erbringen. Und dann muss man schauen, dass man die Spielerin schützt, weil die Spiele werden immer mehr, die Intensität wird auch im Frauenfußball immer höher. Und man muss einfach schauen, dass die Regenerationszeiten gut eingehalten werden, dass wirklich ein Schutz da ist und man einfach auch gute Rotation im Team hat, dass die Spielerinnen bestmöglich sich aufs nächste Spiel vorbereiten können. Liste, Julia, warum hatte das deutsche Team gestern so große Probleme?
Ja, ich würde mal nicht davon sprechen, dass die Mädels nicht in WM-Form sind. Ich glaube, es sind viele Dinge nicht so gelaufen, wie sie sich vorgestellt hatten. Und das ist auch mit Sicherheit nicht der Anspruch, den die Mädels an sich selbst haben und den Fußball Deutschland auch hat. Trotzdem war nicht alles schlecht. Ich glaube, den Ballbesitzfußball, den wir spielen möchten, den haben sie durchgebracht. Wir hatten etliche Chancen, die leider nicht verwertet wurden. Also da muss man einfach konsequenter werden und effektiver vor dem Tor. Und man muss natürlich auch konsequenter verteidigen. Und man weiß einfach, gegen Sambia, es sind sehr schnelle Spielerinnen, die nur auf Umschaltmomente warten. Und wenn man sich dann dreimal so auskontern lässt, ist es natürlich schon im Vorhinein irgendwie abgesegnet, dass es nichts wird. Ich glaube trotzdem, wenn man in der Nachspielzeit ein 2-2 macht und sich das dann noch nehmen lässt, ist es mit Sicherheit nicht gut, aber man hat jetzt noch Zeit, daraus zu lernen. Ja, ja, also ich meine, Fußball ist ein Ergebnissport. Wenn ein Spiel 2-3 endet, dann hat man dieses Spiel verloren. Und man muss Erklärungen für Sachen finden, die man am liebsten nicht erlebt hätte. Das ist die Jobbeschreibung einer Expertin, liebe Julia. Und wir wollen das dritte Tor, das entscheidende Tor für Sambia nochmal zeigen. Und Sie sagen uns mal, was da alles schiefgelaufen ist. Ja, genau. Ich glaube, das war genau der Moment, wo kurz vorher das 2-2 gefallen ist. Man hat dann eigentlich einen eigenen Einwurf, wo auch ein blöder Ballverlust entsteht und ist eigentlich in dem Moment viel zu offensiv ausgerichtet, was ja eigentlich für uns spricht, dass man noch aufs dritte Tor gehen möchte. Trotzdem darf man auf dem Niveau nicht so naiv verteidigen, gerade in dem Wissen, dass man wirklich schnelle Spielerinnen gegen sich hat und fängt sich dann 3-2 und am Ende fährt man mit einem schlechten Gefühl nach Australien. Mit einem schlechten Gefühl, ja. Was bedeutet jetzt diese Generalprobe für die WM? Definitiv, dass man noch viel feilen muss. Ich glaube, es ist gut, dass einfach noch Zeit ist bis zum ersten Gruppenspiel, wo man wirklich jetzt auch den endgültigen WM-Kader beisammen hat, wo jede Spielerin für sich die Rolle kennt und weiß, man ist fest im Kader dabei. Und dann kann man, glaube ich, auch im Training noch mal einzelne Dinge angehen. Wie gesagt, das Spiel im letzten Drittel, dass man da konsequenter wird, aber auch konsequente Abwehrleistungen und dass man einfach als Team, wie Lena gesagt hat, das, was man neben dem Platz erlebt, auch auf den Platz bringt. Was mich überrascht, ist, dass die alle weiterhin unbeirrt vom WM-Titel sprechen. Ist das mit den Ergebnissen, die wir zuletzt gesehen haben, ist es mit dem Leistungsstand, den wir erleben, ist das realistisch? Also ich muss sagen, das erinnert mich sehr an letztes Jahr. Wir hatten vor der EM auch eigentlich ein sehr schlechtes halbes Jahr, bis Jahr sogar, wo man wirklich nicht viele positive Ereignisse hatte. Wir haben auch damals beim Arnold Clark Cup nicht gut abgeschnitten. Wir haben gegen Serbien verloren, wo ganz Deutschland gesagt hat, die werden bei der EM nicht mal über die Gruppenphase hinauskommen und haben dann wirklich in England es geschafft, das umzumünzen und einfach an uns zu glauben und von Spiel zu Spiel irgendwie diesen Flow mitzunehmen. Und daran glaube ich jetzt auch bei der WM in Australien, dass die Mädels sich, wenn sie dort ankommen und den Boden berühren, dass sie dann auch wirklich dieses Turnierfeeling bekommen und nochmal in den letzten Tagen dann sich auch noch einspüren können. Viel Verantwortung liegt auch auf den Schultern von Alexandra Popp. Sie hat gestern den zwischenzeitlichen Ausgleich gemacht zum 2-2. Die Kapitänin, die im Finale von London verletzt gefehlt hat, wahrscheinlich motiviert ist bis unter die Haarspitzen. Es war ein Albtraum, vor allem für sie selber. Was sind ihre größten Qualitäten als Anführerin und wird gerade sie jetzt besonders gebraucht? Definitiv. Also Alex ist wirklich eine Führungsspielerin, eine Leaderin durch und durch. Egal ob auf dem Feld, man hat es jetzt gesehen, aber auch bei der EM, wie viele Tore sie für uns geschossen hat und aus was für Situationen. Also sie macht ja Tore aus Situationen, die vielleicht gar keine klaren Torchancen sind. Und sie geht neben dem Platz voran. Sie weiß auch, die richtigen Worte zu finden in der Halbzeit oder auch mal, wenn man sich im Kreis einschwört. Und deswegen wird sie ein sehr, sehr wichtiger Faktor jetzt sein beim Turnier. Die gute Nachricht ist, es ist noch ein bisschen Zeit. Für das deutsche Team beginnt die WM am 24. Juli. In der Vorrunde warten dann Marokko, Kolumbien und Südkorea. Ausscheiden verboten? Definitiv, ja. Die Mädels haben es gesagt, sie wollen um den Titel mitspielen. Ich glaube da fest dran, ich kenne die Qualität und vor allem das Potenzial, was im Team steckt. Es gilt nur, das herauszukitzeln. Im Achtelfinale wird es dann schon ordentlich zur Sache gehen, gegen Brasilien oder Frankreich. Das sind zwei Nationen, die für den Titel in Frage kommen. Wer sind denn Ihre Favoriten? Die beiden würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Ich glaube, gerade man hat es bei der EM gesehen, der erweiterte Favoritenkreis ist sehr groß, weil wirklich in Europas Spitze sehr viel los ist. Trotzdem glaube ich natürlich Brasilien. Wir haben auch im April gegen sie gespielt. War auch einfach sehr gut drauf. Sind sehr, sehr erfahrene Spielerinnen auch dabei. Aber womit natürlich immer zu rechnen ist, ist auch die USA.
Das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Marokko, das zeigen wir Ihnen im ZDF am 24. Juli. Anpfiff ist um 10.30 Uhr deutscher Zeit, nur dass Sie es mal gehört haben. Also dieses ganze Turnier wird relativ früh stattfinden, aber 10.30 Uhr ist eine super Zeit eigentlich, schön am Vormittag. Dienstag fliegt die Mannschaft los. Gibt es eine Standleitung zum Team? Definitiv, ja. Ich bin in engem Austausch und ich freue mich auch immer, wenn man von den Mädels was hört. Ich war tatsächlich auch letzte Woche für einen Abend dort, durfte beim Teamabend dabei sein und konnte die Stimmung ein bisschen aufsagen und den Mädels nochmal ein paar Umarmungen mitgeben. Und ich glaube, dass man da auch während des Turniers wirklich im guten Austausch sein wird. Das heißt, Sie wissen alles. Wie viel davon dürfen Sie denn verraten in Ihrer Rolle? Einige Insider-Informationen kann ich schon weitergeben. Rund um die WM und auch eine Reihe unter anderem mit Andrea Petkovic. Die hat einige Spielerinnen und auch Trainerinnen getroffen. Julia Gwin ist ab sofort an unserer Seite. Der erste Einsatz ist am ersten Spiel der deutschen Mannschaft? Genau, ja. Am 24.07. bin ich dabei. Ich freue mich riesig drauf und ich hoffe, dass wir dann ein schönes Spiel sehen können und das auch positiv bewerten können. Ich wünsche Ihnen eine tolle WM. Dankeschön, Julia Gwin.